Auf der orthopädischen Station der Klinik am Südring ist Schwester Luisa im Dienst. Das Ärzte- und Schwestern-Team nimmt sich heute der 24-jährigen Lisa an, die seit ihrem Arbeitsunfall völlig teilnahmslos wirkt. Hallo. Hallo. Entschuldigung, wir kommen hier gerade von der Notaufnahme. Ja. Wir sollen hier hoch, das ist meine Angestellte. Ja, genau, sie hat einen angerufen. Genau, und sie hat unheimliche Schmerzen. Hallo. Schwester Luisa. Sie redet nicht so viel. Hallo, guck okay. Mal, wir helfen ich bringe Sie einmal in den Behandlungs- oder Orthopädie-Raum. Und kannst du mal schauen, ob die Viola Zeit hat? Ja, kommen Sie einmal schon mal mit mir mit. Okay. Die junge Kellnerin, die von der Bistrobesitzerin begleitet wird, scheint kaum ansprechbar zu sein. Dass daran jedoch nicht nur ihr verletzter Fuß und die Schmerzen schuld sind, soll sich schnell zeigen. Assistenzärztin Viola Greve schöpft zunächst keinen Verdacht. Hallo, Greve. Das ist meine Angestellte. Ist alles in Ordnung? Okay. Hallo. Das ist die Lisa. Oh Gott, das also ist jetzt wahrscheinlich auch ein Schock, ne? Ja. Ist alles in Ordnung? Also sie hat irgendwas am Fuß. Ja. Darf ich mal ganz vorfragen, wie alt ist sie? 24 okay. Ist sie hier. Hätte ja sein können, dass sie noch minderjährig. Und das ist, Sie wissen wahrscheinlich grob, was passiert ist. Ist das in Ordnung, wenn Ihre Chefin mit dabei ist? Ja? Lisa, sag doch mal was. Hm? Ist das okay, wenn ich hier bin? Ich erzähle die Geschichte, ja, wie das passiert ist. Ja? Ja? Sie sind aber, Sie müssen wirklich keine Angst haben. Ja, sie ist ganz wirklich. Eingeschüchtert auch. Das Verhalten unserer Patientin war doch sehr eigentümlich. Sie hat überhaupt nicht mit sich sprechen lassen, total blockiert. Es war wirklich überhaupt nicht eine Kommunikation möglich. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, erstmal uns um die gesundheitlichen Dinge zu kümmern, den Fuß anzusehen. Und was das Gesamte mit sich brachte, konnten wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen. Das ist meine Angestellte. Ich habe eine Bar in der Südstadt. Ja. Und sie hat heute Frühdienst gehabt. Und sollte eigentlich den Laden aufschließen. Dann ist der Stammgast von uns gekommen, der Bernd. Ganz lieber, jahrelanger Stammgast. Wollte mit ihr ein Schwätzchen halten, aber Lisa ist so ein schüchternes Mädchen. Ist jetzt nicht so für Schwätzchen zu halten, und ist dann direkt abgehauen, weggelaufen. Anscheinend ist sie umgeknickt. Also mein Stammgast hat gesagt, es gab plötzlich einen Riesenknall. Ja. Ein Knall? Ja. Okay. Ja, also irgendwie so in der Art. Es knallte anscheinend irgendwie und dann humpelte sie. Dass mit der Patientin irgendetwas nicht stimmte, habe ich eigentlich direkt beim ersten Kontakt gemerkt. Sie hat jeglichen Blickkontakt vermieden, konnte nicht wirklich auf meine Fragen antworten und es wirkte fast so, als wenn sie uns gar nicht wahrnimmt oder uns gar nicht wahrnehmen wollte. Es ist öfter so, dass sie so schüchtern und zurückhaltend ist. Ich denke jetzt natürlich auch noch mal durch den Schmerz, hat sie noch mal Angst, dass sie ganz... Das ist ja auch schon echt schön rot und blau. Ich mach's ganz vorsichtig. Wenn es nicht mehr geht, sagen Sie sofort Bescheid, ja? Lisa, ich bin bei dir, ja? Ich taste jetzt einmal die Achillessehne ab. Ich habe nämlich den schweren Verdacht, gerade weil Sie gesagt haben, dass das geknallt hat, dass das was... Das hatte Bernd halt gesagt, ne? Genau. Also Bernd ist auch ein ganz lieber Stammgast. Ja. Also er hat mir auch gesagt, er hat nichts gemacht, aber sie ist nicht so, dass sie gerne redet mit Leuten. Also sie ist gar nicht so für Smalltalk und so zu haben. Also er hat ihr nichts getan, ja? Also dass das... Ja, das ist gut, dass Sie sagen. Wichtig, ja, glaube ich. Könnten Sie noch mal ein ganz kleines Stückchen runterrutschen, nur dass die Füße so über die Liege drüber hängen? Genau. Ja, das reicht schon. Ich mache jetzt einen Test, das heißt Thomson-Test. Der Thomson-Test ist ein Test, mit dem wir die Achillessehne prüfen können. Dabei greifen wir die Wadenmuskulatur und drücken diese stark zusammen. Und im besten Fall, beim Gesunden, zieht sich dann der Fuß sozusagen nach oben. Das Ganze wird in Bauchlage gemacht. Und im Fall von Frau Arnold zog sich der Fuß leider überhaupt nicht nach oben. Und das war dann auch schon der erste Hinweis auf ihre Diagnose. Ich mache nur einmal einen Ultraschall, das tut auch gar nicht weh. Ja, ich glaube, wir haben so viel. So. Ich mach's ganz vorsichtig, ja? Also da sieht man relativ eindeutig eine Lücke. Das reicht auch schon. Wir werden sie erstmal stationär aufnehmen bei uns, ja? Auf der Orthopädie. Ach, genau, ich mach's hier hinten mal trocken. Und ich würde dann noch mal ein MRT machen. Wir mussten dann noch ein MRT machen, weil ich einfach sicher gehen wollte und die Diagnose auch wirklich bestätigen wollte. Im Ultraschall war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es sich um einen Riss der Achillessehne handeln musste. Aber um wirklich hundertprozentig sicher zu gehen, haben wir dann noch ein MRT gemacht, um auch sehen zu können, ob vielleicht noch andere Strukturen von dem Riss betroffen sind oder ob es nur die Achillessehne ist.
Was hinter dem merkwürdigen Verhalten der jungen Kellnerin steckt, bleibt weiter rätselhaft. Als die Tochter der Chefin, eine wirklich gute Freundin der 24-jährigen Patientin, eintrifft, schweigt sie weiterhin. Das Ärzteteam ist irritiert und auch die Radiologieergebnisse tragen nicht zur Entspannung der Lage bei. Frau Arnold, wir haben die Bilder vom MRT, wo Sie gerade waren, ne? Und es ist so, wie ich vermutet habe, es ist ein richtig heftiger Achillessehnenriss. Also einmal komplett durch. Ich kann Ihnen das mal zeigen auf dem Bild. Ihre Achillessehne und Ihre Ferse wird auf jeden Fall wieder verheilen. Sie braucht viel Disziplin, muss auch viel Physiotherapie machen. Aber sie ist ein junger, sportlicher Mensch und da ist das auf jeden Fall durchsetzbar. Und wichtig ist halt nur, dass danach, nach den 6 Wochen, Frau Arnold, auch wenn Ihre Schuhe wunderschön sind, aber High Heels mit so einem Absatz sind dann erstmal für mindestens ein paar Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate, tabu. Frau Arnold. Du schwitzt ja. Soll ich mal gucken nach einem Taschentuch oder so? So schlimm ist das doch nicht. Ein Taschentuch wäre vielleicht schön. Nee. Ach Gott. Nicht aufstehen, Frau Arnold. Nein, nein, nein. Bleiben Sie mal. Nicht auf. Oh Gott. Was ist denn los? Übergeht sich auch. Ich geh mal schnell das wäre toll. Erstmal die Haare raus. Hier. Frau Arnold. Kommen Sie mal. Alles gut, atmen Sie ganz ruhig, setzen Sie sich mal hin. Dankeschön. Frau Arnold hat eine manifeste Panikattacke erlitten und die Jägers, ihre Chefin und die Tochter der Chefin haben mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht das erste Mal war, dass dieses Verhalten aufgetreten ist. Ruhig atmen, nicht so. Kannst du mal einen Beutel holen? Ich glaube, sie fängt an zu hyperventilieren. Ja. Hey, guck mal, wir sind bei dir. Panikattacken können in den unterschiedlichsten Situationen auftreten. Meistens gibt es einen sogenannten Trigger oder Auslöser, der halt diesen extremen Stress bei den Patienten hervorruft. Und das hängt dann meistens mit der Vorgeschichte der Patienten zusammen, die dann diese Angststörung ausgelöst haben. Dass es wirklich so manifest wie bei Frau Arnold endet, dass es zum Übergeben kommt, zu Schweißbildung und zu einer extremen Tachykardie, ist schon wirklich was Besonderes und passiert nur in den extremeren Fällen einer Panikattacke. Das wird mit der Tablette auf jeden Fall ein bisschen besser, ne? Und dann ruhen Sie sich erstmal aus und wir gehen am besten einmal rüber. Dann haben Sie Ihre Ruhe. Haben Sie noch eine Schmerztablette? Ich habe so schlimme Kopfschmerzen. Wir gucken gleich mal. Kopfschmerzen? Ja. Wieder? Ach, das ist ja. Okay, wir klären das einfach am besten. Wir gehen jetzt einmal in den Behandlungsraum. Kümmerst du dich hier noch ein bisschen? Das ist lieb. Dankeschön. Ja, wir kommen gleich wieder. Bis die Patientin sich beruhigt hat, will Viola Greve den Kopfschmerzen der Freundin auf den Grund gehen. Im Gespräch mit Chefin und Tochter erfährt die Assistenzärztin jedoch zunächst weitere Hintergründe zur verletzten Kellnerin. Wie sie vermutet hat, liegen die Probleme der jungen Frau weitaus tiefer. Wenn Sie möchten, haben Sie Ihre Versichertenkarte dabei. Ja, dann, das können wir gleich später am Anfang machen, aber dann würde ich Sie einfach kurz als Patientin aufnehmen und mir das gleich auch mal angucken. Aber es wäre gut, wenn Sie mir jetzt erstmal von Frau Arnold erzählen würden, weil das hat mich jetzt, also hat sie das öfter, dass sie ja, so reagiert? Lisa hat so eine Art Störung, würde ich sagen. Wenn wir jetzt zusammen, ich arbeite mit ihr hinter der Theke in der Bar. Und wenn sie einen Rock anhat, hohe Schuhe anhat, dann ist sie ein ganz anderer Mensch. Ihr geht's super, sie redet mit den Leuten, sie hat richtig Spaß an der Arbeit. Und sobald sie vor die Theke geht, um Gläser abzuräumen und Tisch abzuwischen, ist sie schon ganz schüchtern. Und wenn wir dann vor der Bar sind, also überhaupt nicht mehr in der Bar drin sind, dann kann sie niemandem mehr in die Augen gucken. Und hinter der Bar ist es nicht. Also es ist wirklich genau, diese räumliche Trennung. Als wenn so eine Schranke umgelegt wird. Sobald sie vor der Theke ist oder vor der Bar, ein ganz anderer Mensch. Sie war wieder aus ihrem Barbereich raus und dann muss sie einfach weg. Schläft jetzt. Ja? Also das sieht für mich auf jeden Fall danach aus, dass da was wirklich Psychologisches ist. Ich werde auch gleich mal eine Psychologin informieren, dass sie auf jeden Fall mit Frau Arnold mal sprechen soll, weil das auch einfach nicht unser Fachgebiet ist, weil das war ja auf keinen Fall eine normale Reaktion, wenn sie sagen, das ist öfter und am gleichen Tag. Vor allen Dingen vor der Bar ganz extrem und hoffentlich kann ihr geholfen werden. Ja. Wir sind eine orthopädische Station und natürlich lernt man im Rahmen des Studiums auch ein paar psychologische Behandlungsweisen, aber das können wir definitiv nicht so gut wie unsere Kollegen von dem Psychologen. Und deshalb habe ich dann auch unsere Kollegin dazu gerufen, die sich um Frau Arnold kümmern konnte. Ja. Jetzt zu Ihnen mit Ihren Kopfschmerzen. Ja. Also Sie haben ja schon gesagt, Sie denken, es könnte vielleicht an Verspannungen liegen und haben öfter... Ja, das ist auch nie mal gerade.
Würden Sie einfach mal die Schuhe ausziehen und Ihr Oberteil, wenn das in Ordnung wäre. BH können Sie anlassen, aber dass ich mir einmal den Rücken angucken kann und vor allem die Füße, wie sie gehen. Kopfschmerzen können nämlich auch durch Fehlhaltungen oder Störungen im Bewegungsapparat ausgelöst werden. Nach ein paar kurzen Tests hat die Assistenzärztin dann auch bereits einen Verdacht, weshalb die Bistro-Angestellte so verspannt ist. Also wissen Sie, was ich glaube, ohne Ihnen zu nahe zu treten zu wollen, Sie haben ja schon eine sehr große Oberweite, sind da sehr gut ausgestattet. Und das ist manchmal so, gerade wenn das von den Proportionen her nicht so ganz zum Körper passt. Sie sind ja an sich eine total schlanke Person und haben halt eine sehr, sehr große Oberweite. Das ist ja auch wirklich ein Gewicht, muss man sagen. Und dass der Körper dann versucht, dieses Gewicht mit einer falschen Haltung von der Wirbelsäule und vom Rücken wieder auszugleichen. Sie hatte für ihre zierliche und doch sehr schmale weibliche Figur eine extrem große Oberweite. Und das kann gerade bei zierlichen Frauen wirklich zu großen Problemen wie Rückenschmerzen und Kopfschmerzen führen. Was aber im Endeffekt sehr gut behandelbar ist. Das kann man mit Physiotherapie oder speziellen Stütz-BHs machen, die einem einfach mehr Halt geben. Und nur im Extremfall, wenn das alles nichts helfen sollte, dann müsste man über eine OP im Rahmen einer Brustverkleinerung nachdenken. So, vielleicht ab und zu mal bequeme Sneakers. Ja, ich tun's auch. Ja. Frau Jäger, vielen Dank. Ja, ach, gerne. Mit Hilfe von gezieltem Rückentraining will die 25-Jährige nun gegen ihre Schmerzen vorgehen. Am Tag darauf sehen sie und ihre Mutter nach der verletzten Freundin und Angestellten, die wegen ihres Sehnenrisses operiert worden ist. Frau Arnold, ach Sabine, du bist auch hier. Schön. Toll, dass das so schnell geklappt hat. Als ich Frau Arnold dann nach der OP im Zimmer besuchen wollte, bin ich da dann zum Glück direkt auf meine Kollegin von dem Psychologen getroffen, die mir dann kurz in einem Vier-Augen-Gespräch berichtet hat, dass sie sehr stark vermutet, dass es sich bei Frau Arnold um eine sogenannte soziale Angststörung handelt. Ich denke, das ist sehr gut behandelbar bei ihr. Also spricht ja sowieso sehr gut auf eine Verhaltenstherapie an, Angststörung. Ja. Ist eigentlich ganz gut in den Griff zu kriegen, habe ich ihr auch gerade gesagt. Hätte sie eigentlich gar nicht so lange sich mit rumquälen müssen. Klar. Das müsste man therapeutisch eigentlich ganz gut angehen. Ach, da hast du sie schon langsam drauf eingestellt. Ja, ich denke, da ist sie auch ganz erleichtert eigentlich, dass ich ihr so erklären konnte, dann kriegt man eigentlich ganz gut in den Griff. Und war auch offen dafür. Zu so einer Angststörung kommt es, wenn ein bestimmter Persönlichkeitszug, wie zum Beispiel eine Schüchternheit, die sowieso schon vorher besteht, dazu kommt zu einer Situation, die vielleicht besonders angstauslösend war. Und dann kann es dazu führen, dass man eine Zeit lang, weil man vielleicht sehr belastet ist, soziale Kontakte vermeidet, sich ein bisschen zurückzieht. Und aus Angst davor, dass dann, wenn man noch mal in den Kontakt geht, es zu einer Blamage kommt, dass man sich peinlich benimmt, dass man zu schüchtern wirkt auf andere, zieht man sich immer weiter zurück. Und dadurch wird es immer schwieriger, dann noch mal in normalen Kontakt mit anderen Menschen zu gehen. Ist mal irgendwas passiert, als vielleicht als Kind oder so? Ja, als ich 10 war, da ist meine Oma gestorben. Und irgendwie hatte ich dann Angst, dass meine Geschwister sterben, dass meine Eltern sterben. Hm. Und alle, die mir halt wichtig sind, und ich habe mich irgendwie total zurückgezogen, weil mich diese Gedanken halt irgendwie auch zerfressen haben. Schon nach dem ersten Gespräch mit unserer Psychologin konnte ich die ersten kleinen Veränderungen bei Frau Arnold erkennen. Sie hat mir wirklich in dem Moment das erste Mal in die Augen geschaut, hat sogar ein bisschen gelächelt. Sie war natürlich immer noch extrem schüchtern, aber im Vergleich zu vorher, wo sie wirklich überhaupt nicht auf mich reagieren konnte, konnte man da schon eine erste Verbesserung erkennen. Die 24-Jährige hat ihre Therapie fortgesetzt und gelernt, auch ohne sexy Kleidung, die ihr Sicherheit gab, auf Menschen zuzugehen. Ihre Sehnenverletzung ist nach einigen Monaten folgenlos ausgeheilt und sie kann mit ganz neuem Selbstbewusstsein wieder hinter der Bar stehen.